Wusch, willkommen zurück zu einer neuen Folge Freitag der 13. mit einem Mann, der mit dem guten Dalsensalz die Kinder anlocken will. Das gute Dalsensalz. Mannsalz, ich verkaufe jetzt immer Mannsalz. Ja, Mannsalz. Direkt gut, vom Alter. Kragen lecken, ne? Direkt vom Kragen. Mannsalz vom Kragen, das ist gutes Zeug. Verkauft sich unter der Brücke auf der Gamescom hinten ganz gut. Das war immer so ein Umschlagplatz. Ja, ja. Die Brücke. Da habe ich witzigerweise wirklich mal Drogen gefunden. Gefunden, ja, nicht schlecht. Ja, wirklich, die lagen da rum. Auf dem Boden, Alter. Auf dem Boden lag ein Tütchen. Du hast sie genommen dann so. Nee, aber sie lagen da rum. Ich werde die jetzt aus dem Verkehr ziehen durch meine Nase. Ich werde die Jugend schützen, indem ich das aus dem Verkehr ziehe durch meine Nase. Jugend schnorcht. Aber wirklich, lag da rum. Oh Mann, die Gamescom-Brücke. Da war ich aber auch noch nicht... Berühmt. Was heißt berühmt? Aber ich hatte einen YouTube-Channel. Und ich weiß, wo Lippert ist. Und da hatte ich gerade... so Catherine und Azuroth Wrath und so gespielt. Da hatte ich vielleicht 120 Abonnenten von Marv. Bei Azura, ne? Ja, im Nachhinein ja. Auch bei Max Payne 3, Alter. Da ging es auch im Nachhinein gut los mit Copyright-Claims. Ey, du, ich hab Abautschraube, wenn du jetzt noch Benzin hast. Ich hab kein Benzin. Wenn du jetzt aber noch Benzin gefunert. Benzin gefunert hab ich aber nicht. Da, Springwater, wenn ich da runter, dann müsste ich da lang, vielleicht in die Richtung. Hier bei mir? Ich hab irgendwie auf einmal so einen... So einen Jason-Nacken. Alter, er ist hier am Boot. Am Boot? Hans Nacken? Legt der Meme, Hans oder was? Hans Nacken? Ja, keine Ahnung. Macht irgendwie so Sightseeing oder sowas. Hans Nacken. Er portet sich direkt zu mir. Shit. Hans Nacken ist mein Name. Als wer vor du heißt so. Hans Nacken. Mein Name ist Joseph Turtleneck. Ja, er hat hier eine Bärenfalle hingelegt. Vom Boot. Aber kein Problem. Uff. Boot ist repariert. Jetzt noch Sprit. Der ist ja plötzlich neben mir. Ich dachte, der war... Boah, Alter. Hä, Moment. Ah, ich dachte, Jarvis ist schon wieder hier. Kommt ja so ein sportlicher Athlet mit einer Flinte. Ich hab zwei Cracker in der Hose. Verflucht seist du, Hans Nacken. Alter, das war eben gerade The Creepsh of the Hill. Griebsch auf the Hill. Der Nackenhans. Er weiß, wie man den Nacken grapscht. Kein Sprit. Hans Nacken! Er holt sich Messerlies. Da liegt ein Schlüssel. In der Hütte. Ein Hüttenschlüssel. Close to the boat, ja. Boah, der hat hier so. Hier rennt einer zum Boot mit Sprit. Passt er oh, ist in die Falle rein, getreten. No. Da passen aber nur zwei Leute rein. Ah. Also Sprit hier irgendwie hinschmeißen, ich mach dann... Ach du, er will dich. Ich dachte, die mir der Schläger hilft. Oh no! Oh. Was ist hier? Ich bin unter dem... Ich bin ins Wasser gefallen. Du musst davon golfen. Achtung! Ist der Cracker? Wo ist der Sprit? Da hinten! Ich hab einen Ledernacken! Jetzt musst du ran, jetzt musst du abledern. Ich bin tot, ich bin aber in der Animation. Schnell abledern. Oh, Alter, das ist ein richtig grausamer Kill. Jetzt musst du aber schnell... Wie kann es sein, dass... Oh, ey, nee. Der krampft mich aus dem Boot. Nee. Wunderbar, wie ich zappel wie so ein alten Fischlachs. Oioioioioi. Egal, Boot ist repariert. Alle liegen da am Steg. Ah, ein bisschen in der Sonne entspannen. Ja, wer da jetzt hinkommt... Jarvis ist schon wieder da. Ey, wie schnell heute der Jarvis da ist, ne? Quick Jarvis DLC. Quick J. Ich hab mich aufgelöst.
Und du hängst mit einem Bein. Ah, nee, das bist gar nicht du. Ich bin Rippadoodle. Oh, der Mathe-Mann. Mathe-Mann will an das Boot schnell ran. Denkst du, er will das Boot sich crackadoodle? Kann er mit dem Boot schnell fahren? Ich weiß nicht. Er ist da am Haus. Warum? Alter, er schießt auf 700 Meter die Flinte, Alter. Ui, Alter, die hängt ihm direkt in seinem Forehead. Aber richtig in der ich riech auf einmal gegrilltes. Oh mein Gott, nein, die Falle. Falle. Was ich glaube, das war meine. Riecht ja auch Popcorn. Hier riecht's nach Popcorn. Ich höre den Fluss rauschen. Wir sind in der Wüste. Unten am Bach. Am Lachbach. Noch drei hier. Bei den Nachbachern. Oh, da will jemand, glaube ich, Le Bot. El Bote Catholico will da jemand machen. Le Bot? Le Bot James? Le Bot James. Ich wurde heruntergemacht. Ganz schön sexistisch, oder? Ganz schön, ja. Ich hab die alte gute Kehle. Oh, was macht er denn da? Dr. Jabu. Schon wieder in die Falle getreten und sich das selbst erlegt. Das gibt's doch nicht. Ach Gott. Ermordet. Leute, geht doch zum Boot. Alter, komm schon, Martermann. Oh, 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 Schlachtfest. Da stapeln sich ja die Teenager, gehört. Ja. Martermann, geh zum Boot. Deodorier dich. Jetzt knüppeln und ab zum Boot. Jawohl. Guter Plan. Oh, da wäre noch Sprit gewesen in dem Haus. Was macht er denn jetzt mit der Falle? Er will Trapdoor. Oh, Trapdoor don't lie. Please no! Alter, hast du gesehen, wie er sich den Bauch eingezogen hat? Ja, Stepdance irgendwie gemacht. Er hat gestepdad. Okay, das war ja easy. Die Kids konnten ja gar nichts. Die sind mir quasi in die Schlachtermachete gesprungen. Ja. Du gesturb. Na gut, wir haben auch ein bisschen zu hart Boot gegiert. Ja, das Boot. Aber egal, wir sind fertig. Jetzt, mein guter Boy. Oh, Mama hat einen Reward. Krass, was wird's wohl sein? Eine Zahnkette? Eine Fleißlippe, so eine trockene. Also so eine abgeschnittene, geschälte Lippe. Boah, Alter, Level 98. Richtige Schalenlippe. Jemand Wasser ins Ohr bekommen. Tommy Raves ist Jason? Was? Ein Knick in der Matrix. Ja. Knick im Genick hat er. Tommy Jason? Tommy Jason Raves? Jason Vorhaut? Der eigentlich verrückter Holländer, den wir hier gerade bekämpfen. Warum ist er direkt bei mir? Warum? Muss irgendwas Wichtiges sein. Ja, noch ist er ja ein Slow Jason. Noch ist er ja einer von den Müden. Dead Body hat sich ja nicht direkt selbst umgebracht, oder was? Nein, klar, weil er den Matrix-Knick nicht verkraftet hat. Oh, ich hab das Yabi-Haus. Dann rufen doch mal an, den alten Ravi. Ich werde den alten Ravi Yabis werde ich jetzt mal anrufen. Wie hieß der nochmal? Schlomo Rosenkranz? Ich der Einsatzleiter des Rabbi Rabbiner Sonderkommando oder was das da war? Achso, ich weiß auch nicht mehr. Schlomo ist eh der geilste Name. Es ist so ein geiler Name. Ich finde Schlomo mega gut. Ich wünschte, ich würde Schlomo heißen. Ja. Ah, Schlomo. Schlomo ist the name of the game, Alter. Ja.
Ich finde auch noch Chepedaya geil. Bei der Chepedaya heißt. Da musst du eigentlich einen Schnurrbart haben, so einen mächtigen, ne? Ja, ja. Ah, Mist, ich kann nicht sehen, ob das Benzin schon geholt wurde. Keine Ahnung. An der Farm lag Benzin. Ich habe jetzt keine Karte, aber hier wird es auf jeden Fall geknickknackt. Okay, jemand hat das Benzin. Jemand hat Benzin aufgehoben, aber ich habe keinen Schlüssel. Ich habe ein Messerchen, Pocket Knife. Hot Pocket Knife habe ich in der Hose und... Weißt du, wenn es abends duftet, frisch und lecker, fast schon wie beim Bäcker, dann ist es eine Hot Pocket. Dass es die Dinger nicht mehr gibt. Ich war so süchtig nach Hot Pockets, du. Ich hab mir die reingefegt, ich kam nach Hause und erstmal. Es gibt auch diese Billigversion, gibt's auch irgendwie auch nicht mehr. Nein, Hot Pockets sind irgendwie global illegal, aus irgendeinem Grund. Letztens hat mir irgendjemand im Twitch-Chat geschrieben, es gäbe wieder das Original Milky Way. Es wird nicht Milky Way heißen, schmeckt aber wohl genauso wie dieses fluffig nach Chemie schmeckende. Weißt du, was ich meine? Das ist das Original Milky Way Brotaufstrich-Zeug. Das war so heftig. Das intravenös in mich reingejagt. Intravenös, habe ich das? Intravenös. Shit, it started. Ja, aber haben wir eine Spatari? Spatari, ich bin schon im Auto. Ich sitze schon, wir fahren echt? Schon. Echt jetzt? Ja. Er könnte mich mitnehmen? Ist zwei Sitzer, Habibi. Habibi, ja, zwei Sitzer. Ich glaube, du kommst als Jarvis wieder. Weiß ich nicht. Aber dann bin ich offiziell einmal geflohen. Wer als Jarvis stirbt, hat schon einmal gewonnen. Ey, der lässt euch ziehen? Ich glaube schon. Also wir sind ihm einmal ausgewichen jetzt? Nice. Wir sind ihm einmal ausgewichen und zack, waren wir weg. Private Property. Alter, hier... Er steht auch nur da rum. Er weiß nicht, was er machen soll. Ja, er ist ja ein Harvest-Spieler. Kommt Kreis wieder. That's the very big question. Weiß nicht, Eismock und ich sind raus. Hier Cobra Kai ist am Start. Aber ich brauche eine Sicherung oder sowas. Ich hab hier nothing. Ich komm wieder, yay! Hab ich doch gewusst. Aber wie kommen wir jetzt hier weg? Forever Jarvis. Naja, es gibt ja noch ein Auto. Did anyone else get away? Boah, Crackerlies. Crackerlies und ein Messerli. Stichli und ein Crackli. Vier Sitzer gibt's noch. Aber da ist nichts drin. Nee, der ist Naked Man. Ist denn noch Sprit in der alten Scheune? Nee, alte Scheune haben wir Sprit geholt. Das war der Zweisitzer-Sprit. Zwei Spritz. Ich war dabei, als das Radio erfunden wurde. Und der alte Ester hat immer und immer wieder das Alphabet aufgesagt. Mit A Finger an. Dann folgte logischerweise das B. Ja, so geil, ne? Hat immer und immer wieder das Alphabet aufgesagt. Mit A Finger an. Dann folgte logischerweise das B. Dann kam das C. Überraschenderweise gab es damals noch kein D. This can't be happening. War im Jahre 19 zwickig. Der Kaiser hat uns das von 20 gestohlen. Oder was er da sagt. Damals haben wir uns eine Zwiebel an den Gürtel gebunden. zwickig. Der Kaiser hat uns die 20 gestohlen. Oh, so geil. Der Kaiser. Ja, willst du haben, dass hier der König von England ins Wohnzimmer reinmarschiert, nicht rumschikaniert? Willst du das? Willst du das? Hey. Nein. Er hat das Licht ausgemacht hier überall. Hier ist nichts los bei mir. Ich sehe keine Batari, ich sehe keinen Splitzen-Split. Keine Sicherungen. Nee. Nur noch eine. Oh, der tötet jetzt doch. Mutter hat ganz kurz im Zimmer rumgebrüllt, hat gesagt. Du müssen machen etwas leiser. Deine Schwester hat Durchfall. Schwester hat richtig Sprühschiss. Schwester hat Sprühgurgelstuhl. Gurgelstuhl. Hat zu viel Mate getrunken. Ein Schluck Mate mit Kraut.
Peter, der Laden ist 20 Jahre alt. Ach was, Eiersalat läuft nicht ab. Oh mein Gott, mir ist so schlecht. Ich brauche Milch. Wo er dann diese total abgelaufene Milch. Boah, das hat mich jetzt gerettet. Auch so geil. Ach was, Eiersalat läuft nicht ab. Oh oh, er ist beim Viersitzer. Er ist oben bei mir. Ja, beim Viersitzer ist da auch nichts los, oder? Nee, er teleportiert sich jetzt zu mir. Ja, er ist right behind me. Er joggt mir quasi hinterher. Aber wo ist das ganze Zeug? Ich weiß nicht, ich suche gerade die Sicherung im Haupthaus, weil hier noch viele Schubladen offen zu waren, aber nichts gefunden. Nur noch wir beide, ne? Da sehe ich einen Schlüssel auf der Map. Aber es ist keine Batterie, kein Tank. Oh, ich habe auch nichts. Ich habe Batterie. Benzin. Siehst du, wo es ist? In dem Haus war noch niemand. Ja gut, aber du bist ja du jetzt mit ihm drin. Ja, ich versuche ihn jetzt wegzulockeln. Sonnenstudio Jason. Der braune. Der braune Sunburn Jason. Oh, ich habe die Sicherung. Sicherung. Die Sicherung oder das Sicherungshaus? Nein, er hat mich eingeklemmt. Oh, das ist mies. Ich habe die Sicherung. Ich weiß nicht, wo das Sicherungshaus ist, aber ich habe die Sicherung. Also, wenn du alleine bist, ist Sicherung ganz schwierig einzubauen und so, ne? Ah, ich bin verkrüppelt. Was? Warum bin ich tot? Oh, Messer hat mich mit Messern totgeworfen. Nachdem, was jetzt los? Nee, alleine kannst du nichts machen. Gegen den joggenden Jason alleine ist schwierig. Aber hier ist Sicherung und Benzin. Aber du musst doch 10 Minuten, 11 Minuten fast überleben. Kannst du voll vergessen. Einzige Chance ist, mit ihm Frieden zu schließen. Also die richtige Ami-Stühle hier. Sonnenstuhl, Jason. Ja, die sind mittlerweile sauteuer. Meine Mutter wollte so einmal zum Geburtstag. Ja. Und die kriegst du auch nur, also in Deutschland findest du sie gar nicht so. Diese 70er Jahre Klappstühle von den Amis. Und die kannst du zum Beispiel hier im Internet bestellen. Die kommen dann aus Großbritannien. Und so ein Ding kostet einfach mal 1000 Euro plus. Und scheiß Klappstuhl. Ich hab auch gedacht, was? Für zwei Holzbretter? Kaufst dir zwei Meter lange Baumstämme und sägst dir das selbst. Ey. Ja, wirklich. Ja? Weil die sind ja total simpel. Keine Ahnung, ich versteck mich einfach hier im Wasser, oder? Ja, klar. Musst du halt, kannst du hier hinten verstecken an der alten Wababilli-Bucht. Schauen wir mal, ob er mich hier findet. Unten am alten Sackawilli? In der alten Willi-Bucht. Willibald der Buchtige. Schauen wir mal, ob er mich findet. Ja, und dann liest jetzt irgendwas. Hast du für ein Magazin dabei? Willibalds schönste Buchtenmagazin. Da stand hier die Empfehlung. Ja, da knie ich mich jetzt hin und lese. Der Jarvis, Alter, der hat aber auch. Der sieht aus wie die Maske. Also nicht der hier mit Jim Carrey, sondern dieser andere Film mit diesem rothaarig gelockten Typen. Weißt du, was ich meine? Ach so, ja. Mann in der Maske? Nee. Nee, der war so entstellt. Aber hier ist auch irgendwas die Maske oder so. Außen hässlich, innen schön oder sowas hieß der Film. Wie mein Puppeloch. Wie mein Puppeloch. Puppeloch. Es gibt jetzt eine Resident Evil Serie, ne? Ja. Ich hab's ja noch nicht gesehen, aber Kumpel hat gesagt,
Kann man machen? Nee, Alter, boah, Alter, nee. Weil ich hab halt ein bisschen angefangen und dachte mir nur so, alt. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist irgendwie so alles, so ein Teenager-Euphoria-Drama-Gedöns mit Anti-Diskriminierung-Rassismus-Debatte. Albert Wesker ist ja schwarz in der Serie. Ja. Und es ist alles total weird. Als hätte man sich irgendwie einen Haufen Sachen ausgedacht und hätte gedacht, ja, aber was machen wir, um das zu verkaufen? Wie wär's mit Resident Evil? Es ist so. Ey, nee. Also es geht einfach gar nicht. Ich fand schon diesen neuen Resident Evil Film furchtbar. Ey, es hat mir überhaupt gar keine Freude gemacht. Ich fand die Resident Evil Filme generell nicht so geil. Doch, der erste mochte ich. Wenn der erste jetzt, war wenn cool. Wenn sie jetzt irgendwie zum 7. oder zum 8. Teil, könnte ich mir einen Film besser vorstellen. Ey, du kannst allgemein, auch zum 2. kannst du eigentlich einen saugeilen Film machen. Bleibst halt der Vorlage ein bisschen treu. Meinst du, er wird mich hier finden? Nö. Wo ist er denn? Ich glaub's nicht. Irgendwo? Ich guck mal ein bisschen. Hier ist er nicht. Vielleicht geht er raus. Vielleicht treibst du ihn in den digitalen Wahnsinn und der disconnected. Wie lange muss er noch? Oh, hier ist er bei Camp. Er ist beim Camp und rennt da irgendwie rum. Noch 7 Minuten halt. Noch knallhart 7 Minuten. Muss jetzt hier den Undercover-Bob machen. Er war eben gerade beim Camp ganz kurz. Ist er beim Haupthaus, beim Higgins. Da steht er jetzt rum, voller Verzweiflung. Voller Verzweiflung? Wo ist der? Jetzt hat er sich geportet. Hä? Ja. Hä? Ist er raus, ne? Nee, oh, ich wurde gekickt, 120 Sekunden überschritten. Was? Was, man darf sich nicht verstecken? Ja, das ist ja, ja, klar, du hast dich nicht bewegt. Na. Du hättest halt die ganze Zeit so ein bisschen danceln müssen. Okay. Weil Dödel einen Tanz. Du hättest gedancelt. Du hast dich gedancelt. Ja, der hätte mich nicht gefunden. Der hätte dich nicht gefunden. Der Verkehr wurde gebannt. Für eine Stunde. Naja, gut. Das war's. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewertung reindrücken. Auf Wiedersehen. Schaut nicht Resident Evil, die Serie auf Netflix. Und tschö.